So, hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei Far Cry 5. Haben ja letzte Folge hier mit dem Dulli hier geredet und jetzt sammeln wir entsprechend die Feuerzeuge ein, wo auch immer wir die finden mögen. Wer ist er denn? Achso, das ist der Typ. Okay. Gut, wir gucken erstmal in seinem eigenen Haus. Da haben wir nämlich $39, die nehmen wir mit. So, Fenster machen wir auch kaputt, tschüss. Was geht hier noch ab? Nix. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier wirklich gezielt nach den Feuerzeugen suchen müssen oder ob die immer irgendwie random irgendwie... Da ist noch ein Prepper. Achso, das machen wir eben, oder? Nee, das machen wir glaube ich noch nicht. Da gehen wir nochmal hin zum Prepper-Versteck. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gelootet hatten. Also wir waren auf jeden Fall bei dieser Farm, das weiß ich. Die haben wir ja erfolgreich befreit. Da haben wir ja ein paar Leute... Hubschrauber. Auto. Shit, die haben mich gesehen. Ich glaube, wir haben den Piloten. Ja. Da guckst du dann und schon hast du eine Kugel im Kopf. Du auch? Ne, du nicht. Jetzt aber. Gut, ich würde sagen, das war schon mal... Was macht der denn? Okay, wir haben hier die Männerhöhle. So, wir looten mal eben hier die... Wieso gehen wir hier nicht rein? Hallo? Hey, wo ist denn hier der Eingang? Muss ich den aufschießen? Vielleicht müssen wir erst den Schlüssel finden. $20 sind $20, Freunde. Ja, aber wo ist denn jetzt der Schlüssel für die Prepper-Höhle? Also wir müssen definitiv ja da rein. Hat der Typ den vielleicht? Nee. Hat der denn? Nee. Der denn? Nee. Alles, was ich hier habe. Es gibt einen geheimen Eingang zum Bunker. Okay, also wir müssen wahrscheinlich nicht durch die Tür. Aber wo ist denn dann der Eingang zum Bunker? Ach. Ich glaube, wir müssen da mit der Seilrutsche. Wisst ihr, wie ich meine? Dann da aufs Dach und dann darüber. Aber wie kommen wir zur Seilrutsche? Über diese Leiter. Hallo? Hallo? Ach so. Macht Sinn. So, dann sind wir mal nicht hier drin. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwie diesen Wagen hier wegschieben. So, das soll reichen, würde ich meinen. So. Und da haben wir den Bunker. Ja, cool, aber so allzu viel gab es ja bislang hier noch nicht, ne? Fantastisch. Aber ich würde sagen, diesen Wagen, den nehmen wir jetzt hier mal mit. Okay, wir sollen das noch eben erkunden. Aber ich... Also erste Hilfe ist jetzt klar, die haben wir voll. Nö, hier ist nichts drin, was für ein Relevanz wäre. Dann gehen wir wieder hoch
Ja, ich glaube, diese Uhren, die müssen wir nebenbei irgendwie finden, keine Ahnung. Wir haben ja grundsätzlich ein Ziel gehabt. Will ich jetzt nochmal wissen, welches das war? Wir wollten hier hin zum bewaffneten Konvoi. So, ich würde sagen, die Leute da, die befreien wir nochmal eben. So, das habt ihr euch auch anders vorgestellt, wa? Was ist da denn los? Bärenkampf? Bären gegen den Büffel. So, raus hier, kommt, schnell. Raus, raus, raus. Du hast mich gerettet. Du wirst mich nie allein in einem Zimmer mit John erwischen. Niemals. Tja. Hallo? Wie geht denn der auf? Okay, das können wir jetzt zwar irgendwie nicht plündern, aber egal. Wir haben auf jeden Fall erfolgreich diesen Nachschubtrupp gestoppt. American Way of Life hier mit einem Monster Truck durch die Alter, was ist das denn für eine Nummer? Mit einem Monster Truck hier durch die Prärie fahren. Nur eine Straßensperre. Da werden wir uns lieber mal ranpirschen. Junge, was ist das denn für eine Aktion gewesen? Was sollte das denn? So. Okay, das hat zwar irgendwie nichts gebracht, aber es war eine coole Nummer. Gefangenen hat, oder? Oh. Oh, Wer schießt auf uns? Nein, die arme Frau ist tot. Scheiße. Haben wir die erschossen? Ich hoffe nicht. Obwohl, ne, dann wäre ja die Mitteilung gewesen. Dann wäre die Mitteilung gekommen, ne? Nicht hier Leute erschießen. Das. Das sind unsere Homies. Grüß euch. Ah, okay. Tschüss, Jungs. So, wir müssen natürlich... Da brennt was.
nicht. Bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. Ich hasse es. Nein, auf gar keinen Fall. Auch den haben wir erfolgreich befreit aus den Fängen dieser Arschlöcher. Hau rein, Mann. Und weiter setzen wir unsere Fahrt auf dem Weg zu diesem Konvoi. Ich schulde dir mehr, als du dir vorstellen kannst. Stellt euch das mal vor. Ihr seid einfach bei euch zu Hause in so einem amerikanischen Bauerngebiet. Und dann kommen irgendwelche Leute und zwingen euch mitten auf der Straße niederzuknien und die. Schon wieder? Und gehen hier komplett Rampage so. Alter, man ja wirklich, dass sowas nicht passieren kann, denn echt. Wobei ja auf der anderen Seite passiert es ja tagtäglich, möchte man meinen, in irgendwelchen. Der haut ab, der Sektenschäfter. Das Arschloch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal langsam zu Fuß weiter. Weil es sind noch 700 Meter, scheiß drauf. Der Sekten-VIP, der hatte Schiss und ist einfach abgehauen. Kann man sich das vorstellen? Was soll denn das jetzt mit dem Rauch hier? Wieder ein Hubschrauber. Wir gehen jetzt hier einfach zu Fuß weiter, Alter. Wir steigen ja eh alle paar Meter aus und knallen irgendwen ab. Was zur Scheiße war das denn? Dann können wir auch direkt zu Fuß sein. Vorne ist wieder eine Straßensperre, die werden wir, denke ich mal, wieder ausschalten. Oh, das war nicht gut. Unser Molotow ist natürlich auch sensationell schlecht geflogen, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Meatwagon, okay. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Joseph liebt dich! Er will dich retten! War aber schlecht gekämpft. Aber immerhin liebt Joseph uns. Das ist ja wiederum ganz nett. So. Wo sind wir jetzt?
Wir sind hier bei diesem Haus erst, okay. Na ja, gut. Ist das jetzt wieder die? Hier spricht Virgil Minkler. Alle, die eine Gefängnis, da gehen wir mal hin, würde ich sagen, oder? Da sind bestimmt sehr, sehr viele unschuldige Menschen eingesperrt. Das sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das sollten wir auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir das befreit haben, dann haben wir auch hier unten. Achso, ich wollte gerade schon sagen. Dann haben wir auch da unten wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Level an Widerstand dazu gewonnen. So, was ist hier noch für eine Quest? Das sind die einzigen Dinge, die dich von deinen Sünden. Nein! Ich Idiot! Alles klar, Mann? Wer schießt hier noch? Hier, Hilfe! Hey, es tut mir so leid. Was willst du denn jetzt? Ey, es tut mir so leid für diesen einen Typ hier. Ich habe gedacht, das wäre ein Gegner und ich habe einfach abgedrückt. Ey, Mann, es tut mir wirklich leid. Man nützt ihm jetzt auch nichts, er ist schließlich tot. Aber ja, er soll wenigstens wissen, dass es mir leid tut. So langsam habe ich... Sip will die Sekte angreifen, hat mir ein Kumpel erzählt. Ui. Sip ist zwar mutig, aber auch völlig durchgeknallt. Er braucht bestimmt Hilfe von jemandem mit ein bisschen Hirn. Mögen wir. Test direkt um die Ecke. Dann machen wir das mit dem Gefängnis in der nächsten Folge. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Sip und helfen ihm, die Sekte anzugreifen. Weil zu Sip sind es nur 200 Meter, jetzt nur noch 160. Wo ist da? Freund oder Feind? Oh, sorry. Die aber auch direkt tot sind, wenn da so ein Wolf ankommt. Hier ist die Kupka Ranch. Hier ist Sip Kupka. Okay, der... Wie kommen wir denn da rein? Ah, hier. Perfekt. Jo, Sip, was geht? Na, endlich hier. Ah, noch jemand, der nach Gerechtigkeit sucht. Ja, ich weiß, wer du bist. Du bist dieser Deputy, der diesen Globalisten Peggys kräftig in der Scheiße rührt. Alles an dieser Sekte stinkt. Du weißt, dass ich recht habe. Ja, richtig. Sprich es aus. Sag es zusammen mit mir. Wir sind alle Sklaven der Regierung. So ist es. Naja. Gedankenkontrolle. Ganz genau, Partner. Das planen die schon die ganze Zeit. Du weißt es, ich weiß es. Und du willst wissen, wie sie das machen? Es ist im Essen. Tja, jetzt nicht mehr. Du und ich, wir beide ficken die Regierung. So Na. Richtig. Mein Name ist Sip Kupka. Ich erklär's dir auf dem Weg. Komm mit. Okay, Boss. Steig ein. Ich fahre. Die Welt geht nicht unter, wie die Sekte behauptet. Das ist doch nur so eine teuflische Einschüchterungstaktik der Regierung, um uns von dem abzulenken, was wirklich passiert. Das hier ist Ground Zero für alle Regierungs-Arschfick-Versuche, Babyfarm, Chemtrails, Wettermanipulation, Pestizide, genetisch verändertes Zeugs und sowas alles. Ich hab mich mal ein bisschen... Junge, der ist ja irgendwie echt sauer, ne? ...gesehen und die lagern da fässerweise dieses gehirnzersetzende Zeug. Du
weißt, wovon ich. Sie verfüttern es an die Tiere und wir essen es dann. Wir wollen uns chemisch gefügig machen. Und deshalb müssen wir diese Werkzeuge der Indoktrinierung zerstören. Alles klar. Dann lass mal ransippen. Und mit wir meine ich du. Ich habe eine Verbindung zu diesen Tieren. Ich bring's nicht übers Herz, sie zu töten. Ganz recht, Deputy. Ich spreche von Euthanasie. Anders geht es nicht. Pass auf, dass du alle erwischst. Warte mal, ich habe nicht zugehört. Was soll ich machen? Ich habe ihm wirklich nicht zugehört. Was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, irgendwelche Tiere töten, oder? Halte ich eigentlich jetzt nicht so viel von, aber wenn es der Sache dient. Guck mal, da ist die Statue, die wir auf dem Hinflug gesehen haben. Da sind sie, Deputy. Oh, töte alle unter Drogen stehenden Tiere. Es ist besser so. Junge, wer zündet denn hier den ganzen... Oh, süße Daisy, du warst abgefahrlich. Du musst die anderen auch erledigen. Du gehst an einen besseren Ort, Claire. Du wirst mir fehlen. Wer hat denn hier zur Hölle den ganzen Bums in Brand gesteckt? Also... Nee, der sprengt mich jetzt wieder in die Luft. Komm, Sippy. Ey, was macht der denn jetzt? Wir müssen noch los, dachte ich. Wehrlose, unschuldige Tiere verletzen. Das können Sie vergessen. Nie wieder! Sichere den Viehhof? Da kommen sie! Moment! Was? Oh nein! Nein! Sie haben Kühe dabei! Ryan? Davy? Ryan? Davy? Gina? Nein! Dreht! Nein! Dreht um, Kühe! Kommt nicht hier rein! Hier nicht so rum. Oh! Bin verletzt! Ja, schon da. Das geht mir dermaßen. Aber ich schätze, wir haben immerhin die
Lauf hier jetzt weg, Kuh. Vernichtung der Steaks abgeschlossen. Die wissen, wie man mich verletzt. Aber ich weiß, wie man sie ausbluten lässt. Gott, oh Gott, was geht denn jetzt da oben ab? Deputy, das ist Bug, oder? Ich habe es noch lange nicht geschafft, aber all deine Taten schenken dem Widerstand Hoffnung und Antrieb. Ich komme mit dem Zählen kaum noch mit. So viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir John C. ausschalten und Hudson retten. Keine Sorge. Ohne Kollateralschäden ins Wanken bringen. Ja, ich würde sagen, liebe Freundin. Meint ihr, der fliegt jetzt hier wieder weg? Greife jetzt an! Wer greift jetzt wen an? Wie kriegen wir denn jetzt diesen Flieger hier weg eigentlich? Wir laufen hier einfach weg. Oh, da ist ein Sniper, den holen wir uns noch. Ich werfe jetzt das Paket ab! Ich hab die Nase voll! Ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob es hier gerade abgeht, wenn ich ehrlich bin. Weil hier ist einfach irgendwie der Flieger. Und, also. Alle, wir schalten da vorne jetzt noch diese Straßensperre aus. Und dann ist aber auch wirklich gut. Ah ne, ist gar keine Straßensperre. Ach, das sind unsere Freunde, okay. Ja, also ich habe keine Ahnung, was da vorne mit Zip Kupka gerade abgeht, also was das mit dem Flieger da alles ist. Aber ich würde sagen, für diese Folge reicht es dann erstmal auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall wieder sehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, in dem Sinne dann tschüss, ne?